Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warship. Dann habe ich die Staffel durchgespielt, also World of Warplanes 2 Tage. Letzte Woche World of Tanks, jetzt World of Warship. Gut. Ja, ich würde sagen, ich mache das wieder mit dem Würfel. Diesmal fange ich mal von ganz vorne an. Nicht so wie bei World of Tanks am ersten Tag. So, dann würfeln wir mal. Und wir haben eine 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann gehen wir mal gleich ins Gefecht rein. Schauen, was uns dort erwartet. Drei Flugzeugträger. Okay. In einem Fünfergefecht. Na, das geht doch. Mit dem Dreier. So wie immer. War ja bei World of Tanks auch. Mit dem Dreier kann man irgendwie fast immer in Fünfergefecht rein. St. Louis. Ich habe gar nicht geschaut, ob meine munitioniert sind. Nicht, dass es so ist wie bei World of Plan, dass auf einmal meine ganze Munition weg ist. Oder hatte ich die damals selber weggemacht, damit er beweglicher ist? Ich weiß es nicht mehr. Gefecht starten. So. Da ist meine St. Louis. Der amerikanische Kreuzer. Auf M kann man sagen, wo man hinfahren möchte. Autopilot aktiviert. Zum Beispiel so. Dann hast du Autopilot drin. Und das ist bei Sea Ocean leider nicht. Oder auch, nur ich habe es nicht gefunden. Also ich weiß nicht, ich finde Sea Ocean irgendwie ein bisschen besser wie World of Warship. Aber egal. Macht auch Spaß. Also hier, wenn ich hier lenke, das dauert immer so lange, bis die einlenken. Bei World of Warship geht das wesentlich schneller. Und ich fange schon wieder hier an zu laggen. Da komme ich nicht ran. Da komme ich ran. Okay, er fährt. Und ich brenne. Feueralarm! Ich brenne jetzt zweimal. Da ist ein Jäger irgendwo. Ich sehe ihn gar nicht. Ah, los.
Ah, das ist so schnell. Zieltreffer. Okay, ich habe getroffen. Immerhin. Boah, wie sieht denn mein Schiffchen hier aus? Und nicht ein Schuss getroffen. Der ist so schnell. Okay, dann so. Immer noch so schnell. So. 10 Knoten oder 10 Grad. Yeah. Getroffen. Da komme ich ran. Komme ich auch nicht ran. Okay, das ist kaputt. Wollen wir schießen. Weiter, 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 weiter. Boah. Bisschen höher. Bisschen weiter nach links. Voll geschossen. Oh. Und versenkt. So, dann gehen wir mal zum Hafen. Jawohl. Gefecht verlassen. Und würfeln wir gleich nochmal. Wir haben eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Starten gleich das Gefecht. Und mal schauen, ob wir gewinnen. Ach, mit den Zweier jetzt. Umikaze. Umikaze. Kein Kamikaze, sondern Umikaze. Das ist auf jeden Fall ein Jäger, also habe ich Torpedos. Oh, so kommt man dann schon. Genau, noch aufgehen. Verborgenheit 96. Ich habe Verborgenheit 97. Aha, bin besser. Und der Unikatze ist genauso wie ich. Gefecht starten. Schauen wir uns mal unser Schiffchen an hier. Also ich glaube, ich könnte die Grafik noch ein bisschen höher schrauben. Aber da mein Internet sowieso schon ein bisschen Probleme macht, denke ich mal, ich lasse das so mit der Grafik. Die ist ja jetzt auch nicht gerade allzu schlecht. Sieht zwar aus, als ob ich auf so einen Ölteppich fahre. Aber egal. So, dann schauen wir mal.
Gefechtsstation. Wir müssen A, B, C einnehmen. Und wenn wir die einnehmen, werden wir stärker. War, glaube ich, so. Können wir mal nachschauen? Ne, können wir nicht nachschauen. Okay. Ich flitze mal ganz schnell nach A hin. Auf 3 habe ich Torpedos. Ich glaube, was gut war, hier war eine Markierung, wie du die Torpedos abfeuern musst. Was bei Steel Ocean hier ist. Ich brauche Feuerunterstützung. Da braucht jemand Feuerunterstützung. Gibt's nicht. Nicht von mir. Also ich habe 3 Kanonen an Bord. 2 Torpedos, ich glaube auf ein waren 2 Stück. Ja, da sind 2 und da sind 2. Also 4 Torpedos. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Seid ihr? Also ich habe hier mit T Rauch, also Nebel, und mit Y Turbo. Du musst da. Durch die Folien kann ich durchfahren, passiert nicht. Gesagt, ich muss die Torpedos dahin feuern, damit ich treffe. Torpedos auf Steuerbord. Torpedos auf Steuerbord. Oh, abbremsen. Und treffe ich. Torpedos sind wieder frei. Er sagt, ich muss dahin schießen. Also eine Basis haben wir eingenommen. Natürlich hat der Gegner auch eine Basis eingenommen. Was mir hier schon ein paar Mal passiert ist, ich habe Torpedos abgefeuert und dann kam ein Verbündeter und ist genau reingefallen in Torpedos. Und natürlich zerstört und dann war ich ein Teamkiller. Erstmal anvisieren. Feueralarm!
kritischer Maschinenschaden! Los, komm, schneller! Schneller! Torpedos, Achter aus! Torpedos auf Steuerbord! Wow, 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 wow! R, T und Y. Nebelwerfer gestartet. Maschinenboost aktiviert. Und schnell weg hier. Nebelwand gelegt. So, jetzt habe ich noch eine Nebelwand und ein Turbo frei. Ich habe mit dem Torpedo getroffen. Schön. Die haben einen versenkt von uns. Ärgerlich. Und noch ein versenkt von uns. Maschinenboost deaktiviert. Unser Sieg ist in Sicht. Jetzt muss der Gegner ganz schnell hier in der Flagge rein. Und treffe ich. Yeah. Einer versenkt. Gegnerisches Schlachtschiff zerstört. Manövrieren nicht möglich. Hey, ich wurde doch eins. Problem gelöst. Jetzt machen wir wieder Y und T. Ach, ist noch gar nicht frei. Nein, auch nicht getroffen.
Ah, und da haben sie uns erwischt. Na gut. Das. Ja, ich denke mal, die Runde werden wir trotzdem gewinnen. Wir sind ja gleich mit den grünen Balken hier voll. Ah, wenn der grüne Balken hinten angekommen ist, haben wir gewonnen. Die haben jetzt zwar A eingenommen, aber wir haben noch zwei andere. Mit die werden wir mehr Punkte kriegen als mit A. Gut. Dann gehen wir mal zurück zum Hafen. Schlacht verlassen. Jawohl, ja. Schauen wir, ob wir das andere Gefecht gewonnen haben. Leider nicht. Aber mal schauen, vielleicht können wir ja noch was ändern. Forschung. Ach, das war der Baum. Module? Ah, Module war es, genau. Ich brauche 7000 EP. Ich habe mit dem Schiff, wo stand das? 744. Nee. Doch, 744 EP und 4700, die teile ich mir ja mit Word. Die freien EP teile ich mir mit World of Tanks, World of Warplan und World of Warship. Also, die sind alle übertragbar, genau wie das Geld. So. Ah, hier, gewonnen. Können wir mal schauen, können wir was verbessern. Ich kann den hier kaufen. Erforschen. Jawohl. Schließen. Jetzt ist der Elite. Und den brauche ich nicht mehr. Rechtsklick, Linksklick, verkaufen. Jawohl. Jetzt habe ich wieder einen Platz frei. Jetzt gehe ich auf Forschung und hole den letzten Dreier. Kaufen. Yep. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Dingens, das kann ich auch schon mal alles hier freischalten. Oh, freischalten. Bam. Auch gleich einbauen. Den hier auch. So, jetzt fehlen mir nur noch mit denen 6000. Ach komm, Koffer hier den auch schon. Oder nee, schließen. Ah, habe ich schon gekauft. Schließen. Das ist unser Elite. Verkaufen wir. Jawohl. Ja, dann machen wir es jetzt mal in Dresden auch hier. Obwohl, ja. Ja, machen wir. Egal. Scheiß auf die EPs. Gehen wir irgendwann mal wieder. Noch ein Zweier hier. Alles Dreier. Okay. Forschung. Dreier. Alle Dreier. Kaufen. Jawohl. Ach, hab sowieso keine EPs mehr jetzt. Dann war es das so. Und noch den letzten Dreier kaufen. Jawohl. So, das war die erste Runde von World of Warship. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.